Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon. In der letzten Aufnahme haben wir das Level Hydro Hills geschafft mit einem Verkehrswert von 118.000, was wir eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen konnten, weil wir ja bloß einen Verkehrswert von 30.000 am Ende hatten oder sowas. Und jetzt geht's in das Level Crumbly Woods. Und ja, das nächste Level danach ist dann das, was ihr euch aussuchen konntet. Schaut dazu einfach das letzte Video an. Das letzte Hydro Hills Video, dann könnt ihr dort noch abstimmen, wenn die Abstimmung noch nicht beendet wurde zu dem Zeitpunkt. Das kommt so ziemlich am Ende des Videos, die Vorstellung der Szenarien, und wir gehen jetzt einmal direkt rein in die Crumbly Woods. Ein großer Park mit guten, aber ziemlich alten Attraktionen. Ersetzen Sie die alten Attraktionen oder fügen Sie neue hinzu, damit der Park mehr Leute anzieht. Klassisches Spielziel, Parkwartung von 600 und ein Besucher von 1200 bis Oktoberjahr 3. Eintrittspreis ist frei, das geht da mal überhaupt nicht. Da machen wir gleich mal 20 Euro D-Mark. Ganz knallhart, da kenne ich nichts. Echte Besuchernamen rein. So, hier haben wir schon ein paar Attraktionen vorgebaut und wir nehmen uns immer mal die Zeit, gucken uns das an. Hier fängt das erstmal an mit einem Riesenrad, was kurioserweise gut besucht ist. Das kenne ich ja so gar nicht. Eine volle Warteschlange. Wir machen erstmal die Musik an. 12 Jahre alt. Eine Drehung noch. Vielleicht ist das Geheimnis. Nur eine Drehung und dann kommen die Leute an. Okay, Mechaniker haben wir. Da brauchen wir erstmal nichts. Obwohl 2 ein bisschen wenig ist, finde ich. So, dann haben wir hier ein, wie sagt man so schön, Dueling Roller Coaster, eine sich duellierende Achterbahn, einmal Double Trouble und Double Trouble, das ist eigentlich nicht wirklich ein, das ist ein Dueling Coaster, der aber gleichzeitig auch ein, wie sagt man, ein Möbius Band ist, ein Möbius Strip, also sozusagen eine Endlos-Achterbahn, wenn man das so will. Das bedeutet, die Züge, die fahren zum Beispiel hier in der linken Station hoch und kommen dann an der rechten raus, wie ein Möbiusband halt. Und der Streckentausch, der passiert, wenn ich das richtig sehe, hier, genau, hier an dieser Kreuzung, da fährt der, die Bahn, hier rüber, kommt dann hier raus. Ja, gucken wir uns einmal hier die Streckenführung an, welche Werte hat die? War schon recht hoch. Aber gleiche Fahrzeit, die eine Strecke ist ein bisschen kürzer. 22 Stürze, 2,50 Mark Eintritt ist in Ordnung, finde ich. Wir nehmen uns einfach jetzt mal die Zeit und gucken uns das jetzt mal an, weil ich denke mal, wir werden das Spielziel sowieso wieder vorzeitig erreichen. So, hier. Jetzt ist die Bahn, Moment, die fährt jetzt hier rum, kommt hier außen raus und müsste dann am Ende hier auf der Bahn wieder zum Vorschein kommen. Hier sind die noch nicht ganz gleich auf. Die spannende Frage ist ja auch, kommt die gleich ins Ziel? So, der Bahn fährt jetzt hier rüber. Hey, Moment, hä? Da habe ich mich da jetzt verguckt. Das muss ich jetzt mal mit dem Blauen. Der Blaue ist auf der linken Bahn und müsste auf der rechten wieder rauskommen. Das heißt, er müsste am Ende hier auf der Bahn sein. So. Und der war links, der Blaue. Jetzt ist er rechts. Und jetzt müsste der hier auf der Strecke rauskommen, wenn das alles mit rechten Dingen zugeht. Genau, tut er auch. Und das bedeutet, dass er dann in der Station auf der anderen Seite rauskommt. Nämlich rechts. Ja, nö, es passt. Genau. Was denken die Leute eigentlich über die Bahn? Musik raushauen, ja, Wilder Westen. Ach, ich brauche noch ein Thumbnail, ein schönes. Mal gucken, wo wir eine Möglichkeit haben, ein kleines Thumbnail zu machen. Ja, das ist schon zu groß. Sollte schon so ein bisschen, schon noch einigermaßen erkennbar sein, welcher Park das ist. Ja, es ist nicht ganz einfach.
weil dann auch die Beschriftung passen muss, ohne dass es halt zu viel verdeckt, beziehungsweise ohne dass vielleicht so, ja, mal gucken, muss ich mir dann mal angucken. So, okay, haben wir uns die Holzachterbahn angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal die nächste Holzachterbahn an. Das ist der Means Creek. Ach so, Moment, wie ist das hier mit der Wartung? Alle 30 Minuten, das ist mir zu wenig. Die Zeiten lasse ich einfach mal, weil die Entwickler haben sich da bestimmt was dabei gedacht. Means Creek auch alle 10 Minuten. 2 Mark Eintritt ist in Ordnung. Crazy Critters ist kaputt, aber es ist egal. Gucken wir uns gleich an. So, Means Creek ist eine wilde Maus, Holzstyle. Die Züge fahren hier hoch und gehen dann hier runter. Ja, das war doof. Kommen dann hier runter, hier hoch mit Schwung, also schöner weiter Hügel, wo es dann hoch und runter geht. Dann hier natürlich die klassischen wilde Mauskurven. Hinten gibt es einen Tunnel, aber ich muss mal gucken, wie das ist hier, ob die unfallsicher sind. 35, 33, 32, 30. Ja, es müsste passen. Es sollte passen, sollte fail-safe sein auf jeden Fall. Wie ist das eigentlich bei der Bahn? Die ist, glaube ich, nee, die ist nicht fail-safe. Also hier können es Unfälle geben wahrscheinlich. So. Dann haben wir noch den Klassiker Crumbly Mansion. Für 30 Pfennig will keiner so richtig mitfahren, doch einer. Ja, gibt es jetzt nicht viel zu, gibt es jetzt nicht viel zu sagen dazu. Hier ist noch Crumbly Ice, eine Crumbly Eisbude. Heißt das alles so mit Crumbly oder was? So, dann haben wir hier noch eine Achterbahn, der Whiplash. 1,20 ist mir eigentlich ein bisschen wenig. Machen wir 2 Mark draus. Musik an, Abschussgeschwindigkeit 35. Das klingt erstmal wenig, aber ihr seht. Hier geht es anfangs. Oh, hinten liegt da viel Kotze rum. Da beschweren sich dann die Leute bestimmt, dass es so kotzig ist. Also, wie gesagt, der Abschuss ist zwar mit 35, aber. Es geht halt erstmal abwärts. So, ich stelle jetzt hier mal einen ein, der ja langläuft und das sauber macht. So, dann haben wir eine Toilette. Die ist frei, natürlich, wie das immer so ist. Angeschlossen daran ein Crumbly Carousel. 40 Pfennig kann man machen. Crazy Crit ist immer noch nicht repariert. Ja, da stellen wir gleich mal Leute ein. Dass das ein bisschen schneller geht. Na, hier hinten ist kein Weg, oder was? Bisschen Gewinn haben wir jetzt sogar schon gemacht hier, aber Besucherzahlen sind natürlich eher lau. Und dann gucken wir uns nochmal Crazy Critters an. Das ist schon eine. Ja, so ein Autofahren mit Katzen, wie man so schön sagt. Wenn wir Musik reinhauen, was wollen die dafür? 80 Pfennig, ja, kann man machen. Wie ist denn überhaupt die Streckenführung? Also, die fahren hier lang. Hier geht es erstmal durch Pilze. Dann geht es hier durch eine Schachbrettwelt. Die erinnert mich so ein bisschen mit den Karten an. Was war denn das für ein Märchen? Alice im Wunderland, so ein bisschen. Hier hinten geht's dann. Jo, ich würde mal sagen, durch die Zwergenwelt. So ein bisschen Zwergenmoment hier mit kleinen Kürbissen und Häusern. Dann durch die Süßigkeitenwelt. Guck mal, hier fehlt sogar der Zaun. Hier haben sie aber schlampig gearbeitet. Hier fehlt der Zaun hier nach draußen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich gleich mal korrigieren. Dann bauen wir hier mal fix an. So ist die erste Maßnahme, die wir hier machen in dem Park. Aber es muss einfach. So, jetzt sieht es einigermaßen. Obwohl, nee, Moment, das ist nicht konsequent. Das ist nicht. Ja, Moment, das passt auch nicht.
So, jetzt sieht's besser aus. Wir haben ja mal ein bisschen Geld ausgegeben. So, dann geht's hier durch ein Gebüsch. Gebüschwelt. Folgend ein paar Tunnel. Tunnelsektion, wo es dann auch hier so ein bisschen hin und her geht, hoch und runter. Kommen dann hier raus die Wagen und fahren dann zurück in die Station. Crazy Köderschiene kaputt. Was ist denn das für eine Saubude hier? Geht ja gar nicht. So, und ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles gesehen im Park, glaube ich, ne? Ich habe sogar eine Cola-Bude. Wo steht denn die? Wo denn? Ach, dort versteckt. Versteckt in der Achterbahn. Kommen die Burgers. Der Eintritt in den Park ist zu teuer. Das hatten wir auch noch nie. Crumbly Ices. Ich muss mir erstmal alles angucken. Crumbly Balloons hätten wir angepasst. Ja, da finden die tatsächlich den Preis zu teuer. Das liegt daran, am Verkehrswert, der ist richtig schlecht, jo. Na gut, dann senkt man den Preis. Aber immerhin haben schon ein paar Leute bezahlt, ne? Also, will ja jetzt nicht meckern, aber jetzt müssen wir erstmal anfangen, den Park auf Vordermann zu bringen, indem wir, jetzt ruckelt's leicht, aber ich könnte erstmal gucken, wie die Leute überhaupt denken. Ich möchte was trinken, muss nicht mehr raus, ist Crazy Critters. Na gut. Ja, wir gucken jetzt erstmal nach den zerstörten Objekten.